und dann die Jahre 89, 91. Nun. Liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt den zweiten Teil der Dokumentation Ostfernsehen, 39 Jahre Fernsehen aus Adlershof. Seit dem Oktober 1989 herrschte in Adlershof ein Ausnahmezustand, eine Art von absoluter Freiheit. Nach dem Sturz Honeckers und dem des Agitprop-Chefs Herrmann konnten die Redaktionen endlich selbst entscheiden und sich souverän gegen gelegentliche Einmischungsversuche zur Wehr setzen. Jetzt also der Dokumentation zweiter Teil über die letzten beiden Jahre des deutschen Fernsehfunks. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Dankeschön, Dankeschön. Das Fernsehen kommt ihm entgegen und er wird das auskosten. Prägt den Begriff der Wende und sofort reißen sich viele um das hingeworfene Stichwort. Noch empfiehlt sich Adlershof als sichere Tribüne, bildschirmfrei für den neuen ersten Mann. Geradezu symptomatisch für dessen ersten Fernsehauftritt, die wohl riskanteste Live-Variante. Während der Anfang der Aufzeichnung bereits gesendet wird, bangt das Team im Studio noch darum, den Rest des Marathon-Statements rechtzeitig im Kasten zu haben. Liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat mich heute zum Generalsekretär berufen. Ich habe dem Zentralkomitee für sein Vertrauen gedankt. Mir ist das Gewicht der Verantwortung bewusst, der ich mich stelle. Plötzlich hörten alle Anrufe in der aktuellen Kamera auf. Aus dem großen Haus, wie wir in Adlershof immer das ZK-Gebäude genannt haben, meldete sich so gut wie niemand mehr. Die erste Überlegung war, wie kann man wieder mehr Glaubwürdigkeit für dieses Fernsehen erringen? Oder ist es nicht schon zu spät? Aus dem durchgehaltenen Schweigen kommt mancher nur noch in unüberwindbare Sprachlosigkeit. Die Flüchtlinge, denen man angeblich keine Träne nachweinen sollte, sind nicht vergessen. Sie gingen und kommen doch immer näher, je lauter sie verteufelt werden. Zum Totschweigen sind es längst zu viele. Zum Verdammen auch. Noch lassen sich 16 Millionen Ostdeutsche nicht kriminalisieren. Auch nicht die Demonstranten, die das Agitationsklischee von Störenfrieden und Randalierern gewaltlos sprengen. Die Bitten um Verzeihung sollen Selbstentschuldigungen sein. Nicht selten klingen sie aber wie Verlautbarungen.
Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt zahlreicher Mitarbeiter im DDR-Fernsehen erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger der DDR um Entschuldigung. Gejagt von den Ereignissen spurtet das Fernsehen von Sendung zu Sendung. Dabei bleibt kein Spielraum für Gnade, oft nicht einmal für Respekt vor Aufrichtigkeit. Wer einmal lügt, dem glaubt niemand mehr. Einstige Bildschirmpersönlichkeiten werden und machen sich zu Unpersonen. Rücktritte in den Chefetagen dagegen schleppen sich hin, zum Teil noch Monate. Heinz Adamek verschwindet am 1. Dezember sang- und klanglos. Man hat aus Disziplin, aus dem Gefühl, der Einzelne allein kann ja nicht, was wird er erreichen? Da lag ein Großteil von Kapitulation gegenüber den vorherrschenden Umständen. Die Erneuerung begann schon, also sich anzubahnen, vor der Wende. Denn es wäre nicht gegangen, dass die Aktuelle Kamera 48 Stunden nach dem 8. Oktober, ja, oder welcher Tag es war, plötzlich Springquellen freisetzt, die nicht vorher schon da gewesen sind. Das ist ja also der Start zu einer neuen Sendung der Aktuellen Kamera AK2. Und damit guten Abend. Die Außenpolitik ist schon eine ganze Weile in Bewegung. Unser Land, die Gesellschaft, die Menschen sind es inzwischen unverkennbar ebenfalls. Das zeigt jeder neue Tag. Das wollen wir auf dem Bildschirm, auf diesem Kanal auch zeigen. In AK2 mit tiefergehenden Berichten, Hintergrundinformationen, Interviews. Und eines wollen wir natürlich auch uns nicht treiben lassen, sondern selbst mit vorantreiben. Während einige von der tatsächlichen Freiheit ihres Mediums Gebrauch machen, legen sich andere regelrechte Durchhaltestrategen noch einmal mächtig ins Zeug. So verschläft ein Nachrichtenchef gar die vermeldete Wende und schreibt noch Mitte November die letzte jener absurden Lobeshymnen auf die eigene Arbeit. Wenn man einem Menschen, dem die Hände gefesselt sind, die Fesseln durchschneidet, kann er sich frei betätigen. Und das geschah. Und das war, ja, sah ich auf dem auf dem Alexanderplatz, am 4. November, als die Ü-Wagen der Aktuellen Kamera da stand. Da war mir alles klar. Als kläglich hatten sich mehrfache Versuche erwiesen, den Aufruf zu Berlins größter Protestdemonstration zu unterlaufen. Schnell wollte man das Kind noch einmal umtaufen in Manifestation. Die kritischste Situation war eigentlich nochmal im November. Mhm. Der 4. November, die große Kundgebung auf dem Alexanderplatz. Soll sie original, also live übertragen werden oder nicht? Das war gar nicht so sicher von vornherein. Das ging lange hin und her, aber ich habe ja schon geschildert gehabt, dass also wenig Einfluss und wenig Eingriffe noch zu spüren waren. Und so konnte ich dann letzten Endes entscheiden, dass diese Sendung und diese Kundgebung von vorne bis hinten live übertragen wird. Und das ist ja dann auch geschehen. Das wäre es in jedem Falle. Es zu verhindern hat in Adlershof jetzt niemand mehr die Macht, auch wenn sich der einst Mächtige nachträglich mit Zivilcourage schmückt. Aus Wittenberg kommend erinnere ich Regierende und Regierte, also uns alle, an ein Wort Martin Luthers. Lasset die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet stille. Zum ersten Mal entgleitet Ostfernsehen der politischen Regie. Plötzlich nehmen Sendungen einen für ausgediente Parteiprominenz unerwarteten Verlauf. Aufeinander prallende Geister, im Studio von 1199 werden sie vorgeführt. Es ist jetzt soweit, bei uns gibt es Gewerkschaftsgruppen, die sagen, solange wie Harry Tisch, oder eine gibt es bis jetzt,
Harry Tisch Vorsitzender im FDP ist, zahle ich keinen Beitrag mehr. Zahlen wir keinen Beitrag mehr. Ein dementsprechender Brief ist unterwegs. Wir haben Montag Bundesvorstandssitzung und ich werde das, was du jetzt eben gesagt hast, also eine Reflexion deiner, bei dir im Betrieb und Gewerkschaftsgruppen. Hören Sie das zum ersten Mal? Nein, nein. Also diese Stimmen, und da geht es nicht nur maritisch, sondern hier geht es um prinzipielle Fragen, die ja mit jungen Besen oder neuen Besen, oder was ich will, wie auch immer allgemein gesagt worden sind. Und das 10. Plenum steht vor der Tür, es werden auf dem 10. Plenum der weitere Weg abgesteckt in dieser Wende. Und wenn wir am Montag in der Bundesvorstandssitzung sind, werde ich diese Frage, die du gestellt hast, auch dort stellen. Und der Bundesvorstand möge entscheiden, denn das ist ja das gewählte Organ, ob sie mir noch das Vertrauen schenken, Vorsitzender des Bundesvorstandes des FDGB zu sein. Wenn ich das Vertrauen nicht mehr habe, wenn der Bundesvorstand ablehnt, mit mir weiter zu arbeiten, dann muss ich das akzeptieren und werde es auch respektieren. Danach sucht der 1199 Chefredakteur fluchtartig das Weite. Die Macher proben den Aufstand. Sie verlassen das Studio nicht, ehe feststeht, dass die Gesprächsrunde ungeschnitten gesendet wird. Die Publizistik drehte auf in einer Art und Weise, dass wir alle nicht mehr wussten, sind das dieselben Leute von früher. Es blieben zurück die Künstler, die waren vollkommen schockiert, die wussten gar nicht, was vorging. Waren auch nicht bereit, das zu tun, was damals eigentlich hätte gemacht werden müssen. In Kurzform, mit agitatorischen Mitteln, mit publizistischen Mitteln eigentlich und ihrem Können, die Dinge zu befördern. Aber das übernahmen dann die Zeitung und natürlich unsere publizistischen Abteilungen. Klartext tritt an, zu klären, was längst jeder ahnt oder weiß. Die neuen Aufklärer liefern Bilder, die eine deutliche Sprache finden. Mit dem Enthusiasmus des neuen Anfangs blickt man geläutert auf die eigene Vergangenheit. Wir haben immer diskutiert und protestiert, aber wir haben uns nie zu irgendwelchen wirklichen Aktionen aufgeschwungen. Denn dann, wie gesagt, wäre es an die Existenz gegangen und zum Märtyrer hatten wir eben keinen Mut, keine Kraft. Eigentlich waren wir nicht klüger, als die Aussage des Films war. Und es gab auch niemanden in der Phase der Recherche, die wir eigentlich ziemlich umfangreich betrieben haben, der uns gesagt hätte, schön und gut, was die DDR bringt, aber wir überbewerten uns. Und was wir machen, wird sich letztendlich als schädlich herausstellen. Endlich bieten sich für Journalisten und Zuschauer Gelegenheiten, die eigene Sensationslust zu entdecken. Auch wenn sich der Glanz der Bonzen-Privilegien aus der Nähe betrachtet, recht bieder ausnimmt. Und dann wird eingeladen in das Haus des ehemaligen PW-Mitgliedes Heber. Heber ist schon lange nicht mehr Mitglied des Politbüros. Die schlichte Hütte, die jetzt folgt, steht leer. Ja, ich meine, als hätte da nie ein Mensch dran. Wir müssen hier heute Abend nicht lange dran hören. Ich habe uns selten gegeben. So, knappe zwei Stunden sind wir jetzt hier auf dem Gelände der Waldsiedlung in Wandlitz. Und ich glaube, ich kann für unser Team, unser Vier-Mann-Team hier sprechen. Wir kommen uns immer mehr vor wie Spanner, wie Voyeure. Auch hier in diesem Geisterhaus, das offensichtlich nun für die Pressebesichtigung freigegeben ist. Fernsehen sendet permanent live. Seine Allgegenwart schafft unumkehrbare Tatsachen. Einer versehentlichen Mitteilung folgt eine Sturzflut von Ereignissen.
Mir ist es hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das Brandenburger Tor wird zur Fernsehbühne ausstaffiert. Adlershof erfährt ambitionierte Courage als Bumerang. Die Dekorationen halten der Inszenierung einer aufgeheizten Silvesternacht nicht stand. Eine Videoprojektionswand bricht in sich zusammen. Sirenen mischen sich unter die Geräusche, als Verletzte abtransportiert werden müssen. Fast eine bizarre Abnormität in jenen Tagen. Die DDR verfügt noch über ein Parlament, das gegen ein Schattendasein anzurennen sucht. Doch die Volkskammer stammt nun einmal aus anderen Zeiten. Sie wird von den Ereignissen links und rechts überholt, auf das ihr Hören und Sehen vergehe. Am 5. Februar 1990 bestätigt die Kammer einstimmig und mit gelinder Verspätung, was in den Medien bereits seit einem Vierteljahr gang und gäbe ist. Der sogenannte Medienbeschluss formuliert, was zwar von Anfang an in der DDR-Verfassung stand, aber nie eingehalten wurde. Artikel 27 der Verfassung der DDR. Jeder Bürger der DDR hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens sind gewährleistet. Niemand soll mehr unter Missbrauch der Medien regieren können. Der Apfel fällt vom Stamm. Doch wie weit? Meinungsvielfalt und Staatsferne werden als die neuen Tugenden geboren und geraten nackt und frierend ins wahre Leben. Über die Intendanten von Hörfunk und Fernsehen soll zwar weiterhin der Ministerpräsident entscheiden, doch ein mit dem Herbst entstandener Medienkontrollrat muss zustimmen. Dies alles hält sich an die Existenz eines Landes, das schwindsüchtig in die Zukunft stolpert. Die DDR kann uns nicht überfordern, aber wir dürfen auch die DDR nicht überfordern. Ein Ausverkauf kommt überhaupt nicht in Frage. In Adlershof entfallen seit November 89 die Sitzungen des staatlichen Komitees. Es hat sich aufgelöst. Auch die Kreisleitung der SED gibt es nicht mehr. Chefredakteure stellen Vertrauensfragen. Nicht alle fallen durch. Ein Generalintendant führt seit 1. Dezember 89 die Geschäfte. Ministerpräsident Modrow hat Hans Benzin ein Angebot gemacht. Ich habe ihm gesagt, es kommt darauf an, was du willst. Dieses Fernsehen muss sich lösen aus der staatlichen Bevormundung. Dieses Fernsehen muss allen Leuten, die dort arbeiten, die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass sie gute Journalisten, Künstler und so weiter sind. Und es muss die Möglichkeit haben, frei, aus freien Stücken, diese Umwälzung aktiv mitzugestalten. Und da hat er gesagt, mach das. Hans Benzin folgt mit seiner Biografie dem Auf und Ab einer Achterbahn. Anfang der 60er Jahre Kulturminister, stürzt er über das Kahlschlag-Plenum 1965, wird zum Verlagsleiter degradiert, bis ihn 1977 die Berufung zum Chef der Adlershofer Fernsehdramatik ereilt.
Als solcher legt er in Gegenwartsfilmen auf Gegenwart Wert, rutscht wieder ab und bewährt sich fortan als Redakteur für Geschichtsreportagen. Benzin pocht als Generalintendant auf Verfassungstreue, Loyalität und Kompetenz der damals noch über 7500 Mitarbeiter. Er übernimmt ein Fernsehen, das zum Tanz auf dem Vulkan geladen ist. Die alte Ordnung ist paralysiert oder verschwindet einfach. Zeiten des Vakuums. Sie entreißen den Boden unter den Füßen. Welches Land ist in Sicht? Zwei Stunden nach dem Sturm auf die Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße am 15. Januar 90 wird aus diesem Anlass eine Live-Diskussion in das Programm genommen. Adlershof sendet Aufrufe zu Besonnenheit und Toleranz. Nachrichten gibt es in kürzeren Abständen. Teams von 1199 mutieren zur schnellen Eingreiftruppe. Das geschieht, als das Wachregiment Felix Dzerzhinsky aus der Direkten in eine gefährliche Nachbarschaft überzuwechseln droht. Oder als die Häftlinge der Vollzugsanstalt Rassnitz bei Halle meutern, um eine sofortige Amnestie zu erzwingen. Da stehen Reporter, Kameramann und Beleuchter unfreiwillig und zwangsläufig mit beiden Beinen im Knast. Und die Leute draußen, die Angst haben, dass wir wiederkommen, egal, ob wir hier 3 Jahre hinter uns haben oder ein Jahr, oder ob wir das 4. Mal rauskommen, die müssten eigentlich sich im Klaren darüber sein, dass wir alle eine Ausbildung genossen haben in diesem Staat. Ja, die kostet das Wissen, weil wir sind alle irgendwo Steuerzahler, wie im Rahmen der Gesetze festgelegt. Das ist ganz normal. Aber wir wollen ja auch teilhaben an dieser Erneuerung der Wirtschaft. Wir wollen weiterleben und dazu müssen wir arbeiten gehen. Das ist eine Grundvoraussetzung, das weiß jeder. Sie wollen aber auch bestimmt nicht den Eindruck erwecken, dass man jetzt sagt, das sind alt, feine Jungs, die sitzen alle zu Unrecht. Um Gottes Willen. Nee, die wissen ja, warum sie hier sind. Bei Einschaltquoten bis zu 10% und mehr werden die Runden am runden Tisch bis zu den Wahlen vom 18. März Montag für Montag live übertragen. Adlershof laviert sich in erste Konflikte mit der erklärten Unabhängigkeit. Der runde Tisch stimmt mehrheitlich gegen Westtransplantationen im Wahlkampf, doch die Umarmung der großen Parteien mit ihren Ostvettern hat längst stattgefunden. Baut das Fernsehen seine Spiegel auf, stellen sich kaum Einheimische davor. Die Zeit rast. Wenn der runde Tisch als Parlament der Wende übergangen wird, erhebt das Fernsehen den beklagten Zustand achselzuckend zur Normalität und hat die Wende schon hinter sich. Adlershof erfüllt seine Protokollantenpflicht mit peinlichster Akkuratesse. Per 18. März haben 22 Parteien 127 Wahlspots per Bildschirm absetzen können, von Torgrunden als Dauereinrichtung ganz zu schweigen. Der Palast der Republik wird noch nicht geschlossen, sondern mit der Welt verkabelt. Ein Marktplatz der Wahlsensationen, die keine ist. Das Podium der Sieger, die für den Augenblick der Wonne Unerbittlichkeiten des öffentlichen Gedächtnisses vergessen dürfen. Natürlich drückt sich in diesem Ergebnis eine wahnsinnig hohe Verantwortung und Erwartungshaltung unserer Menschen aus. Aber nicht nur eine Erwartung an uns, sondern auch eine Erwartung an die Bundesrepublik. Und da erwarten wir klare Antworten. Epilog des Bilderreigens. Adlershof besteht mit der Wahlberichterstattung eine Reifeprüfung in Demokratie just an dem Tage, der den Untergang dieses Fernsehens besiegeln wird. Im vereinten Deutschland wird die Welt der Medien neu verteilt. Die frisch gebackenen Koalitionäre wollen es wissen mit dem Regieren und leisten der DDR auf ihre alten Tage noch ein Medienministerium nebst Minister. Es ist ja unser gemeinsames Anliegen, dass eine Pluralität besteht. Es liegt ja dann hauptsächlich erstmal an uns, dass wir da ein stimmiges Konzept entwickeln.
der Medienminister Müller, der vorher eine Wochenpostille geleitet hatte, der Kirche in Eisenach, Glaube und Heimat, und sich in jedem Leitartikel damit auseinandergesetzt hatte, was die Kirche im Sozialismus wohl alles Gute machen könnte. Dieser Herr trat an mit der Bemerkung, er wolle eigentlich sein Amt abschaffen. Nun ist es ein merkwürdiger Widerspruch zu kommen und sagen, man will eigentlich gar nicht kommen, sondern gleich wieder gehen. Und ich habe damals bei der Begrüßung, die er da vornahm, ihm gesagt, er solle wissen, was hier für ein Instrument ist. Da sagte er, er wisse das und er verstände nichts davon. Nun gut. Gottfried Müller bricht auf zu einer Odyssee durch die wenig trittfeste Medienlandschaft. Pfadfinderqualitäten sind gefragt. Der Weg ist nichts, das Ziel alles. Nach einem reichlichen halben Jahr der Irrfahrt gibt's ein blumiges Finale. Heimkehr und Ankunft wieder in Thüringen. Der Stuhl des Landtagspräsidenten steht bereit. Wenn Sie es nur wollten, der Minister für Medien und sein Premier könnten ein Auskommen finden mit den seit Herbst 89 geschaffenen Tatsachen. Adlershof ist auf dem Weg zu einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, verlernt alte Kniefälligkeiten. Generalintendant Benzin hat einen Werbevertrag unterschrieben, der den DFF bis Jahresende 91 bindet. Müllers Berater aus der CDU-Medienkommission in Bonn finden die Lösung des Problems. Sie ist brillant, genial, weil einfach. Adlershof wird wieder zum Staatsfernsehen befördert, denn ein Staatsfernsehen ist in der föderalen Demokratie der Bundesrepublik nicht verfassungskonform. Erster Akt. De Maizière entlässt den Generalintendanten Benzin und setzt das frühere NDPD-Mitglied, den vormaligen Theaterchef Gero Hammer, ein. Das ist dann gescheitert an dem Votum des Medienkontrollrates. Und insofern entstand schon ein gewisses Vakuum. Und das hat dann letztendlich zu der Berufung durch den Medienminister für meine Person geführt, wo ich gebeten worden bin, die Geschäfte hier weiterzuführen. Meine Annahme damals ist tatsächlich gewesen, es handelt sich um eine doch relativ kurze Übergangszeit, bis also ein neuer Kandidat dann dem Medienkontrollrat vorgeschlagen wird. Zudem ist es dann nicht mehr gekommen. Zweiter Akt. Ein Gesetz muss her. Rundfunküberleitungsgesetz soll es heißen. Allgemeiner Konsens. Das Fernsehen gehört in die Hoheit der Länder, die sich gerade bilden. Der Streitpunkt. Die Landesrundfunkdirektoren sollen vom Ministerpräsidenten berufen werden. Fernsehen in der DDR wieder unter Aufsicht einer Regierungspartei? Demonstrativer kann Staatsnähe kaum sein. Der Medienausschuss der Volkskammer blockt energisch ab. Dritter Akt, die Notbremsung. Auf ihrer letzten Sitzung verhindert die Volkskammer, dass ein Ostdeutscher das Amt des Rundfunkbeauftragten übernimmt. Dann läuten die Glocken die letzte Runde ein. Nach dem Einigungsvertrag hat dieses Fernsehen eine Galgenfrist bis zum 31. Dezember 1991. Ein Gnadengesuch wäre an die 5 neuen Länder zu richten. Überschrift: Eine gemeinsame Mehrländeranstalt in Adlershof. Zu viel Stallgeruch aus dem Osten? Dann sind die Taschen leer, dann musst du her, geliebte D-Mark, Mark, D-Mark, Mark. Just an jenem Sonntag, als die Deutschen Ost ihr hart verdientes Weichgeld zum Kurs 2:1 in die märchenhaft klingende Münze D-Mark tauschen, schreibt Intendant Albrecht dem Ostfernsehen einen letzten Wechsel auf die Zukunft aus. An jenem 1. Juli legt sich der DFF in aller Stille redaktionell und finanziell autonome Landessender zu. Thüringen für Thüringen, Sachsen für Sachsen, etc., etc. Föderalisierung heißt der Donnerruf wackerer,
oft selbsternannter Medienstrategen, wieder das zentralistisch geschimpfte Adlershof. Der Beweggrund ist gewesen, dass die Länderbildung für den September avisiert war, Landtagswahlen, dass aber die Länder als solche noch überhaupt nicht vorhanden waren. Es musste also in den föderalen Strukturen deutlich etwas getan werden, auch, ich sage einmal, zur demokratischen Neuorientierung der Bevölkerung. Also wer wird dann dort eigentlich gewählt? Insofern lasse ich mir auch den Vorwurf gefallen, durchaus dort etwas staatsnah gehandelt zu haben, in dem durchaus als Argument gegolten hat, Politiker, die sich zu diesen demokratischen Wahlen in den Ländern stellen, auch eine Möglichkeit zu geben, ihre politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Programme der Bevölkerung nahe zu bringen. Einen guten Abend, liebe Zuschauer. Die Nischen der Provinz, enthoben dem Berliner Schatten, bieten willigen Redakteuren mit viel Vergangenheit und einiger Zukunft neue Passformen für ein schwarz-rot-goldenes, grünes oder sonst wie gefasstes Herz. Manchem klingt der Tonfall sehr vertraut. In der Montagehalle des Zeiss-Kombinatsbetriebs für Mikroskope und wissenschaftlichen Gerätebau. Hier wird sonst am Wochenende nicht gearbeitet. Pünktlich 6 Uhr begann heute die Gerätemontage. Unsere Zielstellung ist es, am Sonnabend und Sonntag insgesamt im Kombinatsmaßstab eine zusätzliche Tagesleistung zu erreichen, um damit einen Teil der eingetretenen Rückstände bereits an diesem Wochenende abzubauen. Das Zeiss-Kombinat hat auch dafür gesorgt. Wer mag schon gern ein Geschichts- und Stabüllehrer oder ein Bezirkssprachrohr der aktuellen Kamera gewesen sein, wenn man nun ein Medienpolitiker auf Probe sein darf? Der DFF setzt seine gesamten Investitionen für das Jahr 1991 ein, um Studios in Rostock, Halle, Dresden, Gera, dazu Außenstellen in Schwerin, Potsdam, Erfurt und Suhl, auf den neuesten Stand zu bringen. Ein Kraftakt sondergleichen. Aus der täglichen Viertelstunde Landesprogramm im August werden bis zum Jahresende 91 5x40 Minuten, die doppelte, ja, dreifache Sendezeit des Regionalfernsehens in ARD-Breiten. In Adlershof setzt das große Rechnen ein. DFF 1 plus DFF 2 plus 5 Landessender? Zwei Vollprogramme und föderalisierte Fensterprogramme. Das hat auch das relativ große Finanzvolumen, was der DFF hatte und auch im 91er Jahr noch hatte, also bis hierher, eigentlich auch nicht vertragen. Das muss man ganz deutlich sagen. Zwei Vollprogramme, das ist eine Menge Holz, wie man unter Fernsehleuten sagt, das will programmlich untersetzt sein. Bis zum heutigen Tag ist der DFF eine finanziell stabile Sendeanstalt. Seine Einnahmen liegen knapp über denen des Westdeutschen Rundfunks, der größten ARD-Station. Aber im Herbst 1990 muss im Vergleich dazu das Doppelte an Programm geleistet werden. Mehr als 30 Sendestunden pro Tag. Eine Grenze ist erreicht. Ein O als Kreis, die 3 als Dreieck. Die zweite Rate des Albrechtschen Wechsels auf die Zukunft heißt, intern, O3. Wie wäre es, fragen sich die vernünftig unvernünftigen Erfinder im DFF, wenn die 5 neuen Bundesländer Finanzen und Kultur zusammen und politischen Einfluss fernhielten, wenn sie neben der Landeshoheit in Sachen Medien ein gemeinsames Programm ins Auge fassen wollten, ein gemeinsames drittes Programm nach ARD-Verständnis. Man hat die gleiche Geschichte, ähnliche Probleme, das Wort Befindlichkeit grassiert. Wie sinnvoll und preiswert wäre es doch, meine naive Programmmacher, die neuen Bundesländer bedienten sich gemeinsam eines komplett ausgebauten, intakten Medienstandortes, statt Milliarden für neue Studios auf die grüne Wiese oder teuren Baugrund zu setzen. Schließlich gehört Adlershof niemandem sonst als den ostdeutschen Ländern. Nur, dass die es nicht wahrhaben wollen. Gras wachse über solches Erbe. Die Container stehen bereit. Musik.
Gras wachse über solches Erbe. Ein O als Kreis, die 3 als Dreieck, dennoch wird es kein O3 geben. Die neue Sorte Ostfernsehen kommt nicht zustande. Albrechts Wechsel hat keine politische Deckung. An sturer Kompromisslosigkeit beim DFF liegt es nicht. ARD und ZDF erhalten ab Dezember 1990 eigene Frequenzen im Osten und können so auch ins letzte Tal der ahnungslosen Neubundesbürger strahlen. Danach sind alle Programme, bis auf das des DFF, bundesweit zu empfangen. Wie schön. Zur gleichen Zeit rollt in Adlershof eine Kündigungswelle. Das Personal wird auf den Bedarf des möglichen Alternativprogramms reduziert. Über 1000 Mitarbeiter werden zum Jahresende 90 entlassen. Auch zählebigen Ehemaligen kann nun formalrechtlich gekündigt werden, ohne dass Arbeitsgerichte auf Wiedereinstellung befinden. Einst federführende Größen holen ihre Papiere. Das lindert die schmerzvolle Erfahrung einer in deutschen Medien nie gekannten Massenkündigung ein wenig. Am 14. Dezember 90 gegen 22.20 Uhr versinkt die aktuelle Kamera. Das war's. Länderkette. Man sagt, der wenig einfallsreiche Name des letzten Programms für Ostdeutschland wurde in einem internen Preisausschreiben unter den Beratern des soeben eingetroffenen Rundfunkbeauftragten ermittelt. Der glückliche Gewinner. Ein ehemaliger Regierungssprecher soll mit 500 Mark belohnt worden sein. Kettenfernsehen, ulken die Mitarbeiter und geben sich eine Vierteljahresfrist, bis ein als Profi angekündigter Bayer namens Mühlfenzel sie und die Angelegenheit DFF aus der Welt geschafft haben wird. Es dauert länger. Aber das ist eine andere Geschichte. Mühlfenzel Rudolf Heribert heißt der Mann, der im Oktober 1990 das Amt des Rundfunkbeauftragten antritt. 71 Jahre alt, Bayer von Geburt und Bayer aus Überzeugung, ein Mann vom rechten Schrot und Korn. Als mich dann im Jahr 1990 der berühmt gewordene Anruf eines nicht genannten Politikers erreicht hat, der nicht bei der CSU ist, und ich gefragt worden bin, sind Sie denn bereit, dieses neu geschaffene Amt des Rundfunkbeauftragten gemäß Artikel 36 im Einigungsvertrag zu übernehmen? Da habe ich gesagt, ja, ich bin dazu bereit. Im Übrigen können Sie diesen Posten ja ohnehin nur jemand anbieten wie mir. Jemand, der nichts mehr werden will, weil er danach nichts mehr werden kann, weil er heute nur noch Gegner hat und keine Freunde hat. Und zweitens jemand, der so viel Prügel bezogen hat, dass die Prügel zur Gewohnheit geworden sind. Und dieser Rudolf Mühlfenzel sitzt jetzt vor Ihnen als der Rundfunkbeauftragte. Der Rundfunkbeauftragte kam eigentlich mit dem Einigungsvertrag und mit einem sehr klaren Auftrag. Dieser Auftrag hieß Überführung oder und Auflösung, je nachdem, wie man es formuliert. Diesem Ziel ist der Rundfunkbeauftragte mit großer Vehemenz, dieses Ziel hat er verfolgt. Da ist er eigentlich gekommen, ist angetreten und hat es versucht, wie man so schön sagt, durchzuziehen. Aber wenn das Gesetz so ist, wie es da drin steht, und so, wie es die Interpreten alle auch kommentiert haben, die sich ernsthaft mit der Konkretsituation befasst haben, muss ich mich daran halten. Ich weiß es, was es heißt. Und darum kümmere ich mich drum. Nicht als Wichtigtuerei, Herr Oxford, sondern weil ich mir eine Pflicht halte, mich darum zu kümmern, wegen der Arbeitsplätze der Kollegen, die hier sitzen. Sie können da gern lachen. Können Sie mir verraten, was ich sonst dabei denken soll? Eben nicht. Das zum ständigen Winkelement des Rundfunkbeauftragten erhobene Gesetz heißt Artikel 36 des Einigungsvertrages. Es wird von den Vollstreckern verstanden, wie es gemeint ist,
aber nicht unbedingt auf einen ersten Blick zu lesen ist. Überführung kleingeschrieben, Auflösung groß. Auflösung von Hörfunk und Fernsehen, die aus der ungeliebten Erbmasse der DDR kommen. Die Fernsehmacher trotzen mit dem Mut der Verzweiflung, der scheinbar unaufhaltsamen Abwicklungsmaschinerie. Drei Kündigungswellen brannten gegen Adlershof im März, Juni und die letzte für die letzten im September. Dennoch, dem Programm der Länderkette ist Endzeitstimmung nicht anzumerken. Staatsfern gegen biedere und brave Berichterstattung ist Klartext dem auf der Spur, womit niemand sonst in der Gesellschaft zu tun haben will. Wo unter den Teppich gekehrt wird, was unter die Leute gehört. Prisma. Gründlich, bissig, aktuell. Und das ist unser Anspruch. Knapp und aktuell. Informationen aus Deutschland, aus Europa, aus aller Welt. Ich glaube schon, dass es eigentlich gelungen ist, die Sendeanstalt erstens bis wirklich zum 31.12., solange ihr Auftrag formuliert war, doch stabil zu erhalten, die Programmleistungen den Zuschauern anzubieten. Insofern wieder diese dienende Funktion der Sendeanstalt. Das glaube ich schon, dass es auch gelungen ist, den Programmmitarbeitern, und zwar unter jenem Gesichtspunkt, für den ich angetreten bin, auch 89, ihnen nämlich auch eine nicht nur nach außen hin Pressefreiheit zu dokumentieren, sondern auch eine innere Pressefreiheit in der Sendeanstalt zu etablieren, dass das durchaus gelungen ist bis zum heutigen Tag. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zum Abendjournal. Ja, das sollte eigentlich ein Lied werden vom himmelblauen Trabant, aber dann sehen Sie ihn zur Hälfte wenigstens hier. Ich werde aber den Platz jetzt räumen für Jürgen Heise. Er ist eigentlich live jetzt in Zwickau am Sachsenringwerk. Mein Ruf dorthin, Jürgen, was habt ihr denn fürs Abendjournal vorbereitet? Ja, ich möchte jetzt mal sagen, das ist er mit der Startnummer. Jetzt müssen wir drauf schauen. 3.096.099, gerade mal wenige Stunden alt. Ob nun der letzte Trabant, der letzte Wartburg oder der letzte Flug der Interflug, das Ostfernsehen kommt von einem zum nächsten letzten Mal. Das eigene Ende vor Augen bleibt es über den Vorwurf von Lamoyanz erhaben. Es ist für seine Zuschauer da, für Betroffene und solche, die es betrifft. We have main engine start. 3, 2, 1. SRB ignition and liftoff. Liftoff of STS-29 as Discovery clears the tower. Neben Prisma findet vor allem das Umweltmagazin Ozon beachtliche Zuschauerresonanz. Eilfertige Erklärungen bleiben ausgespart. Stattdessen nüchtern und nachhaltig wird der Zustand einer Welt beschrieben, die sich selbst in Frage zu stellen droht.
Die Journalisten verhehlen nicht, dass sie sich unangepasstem Bürgersinn verpflichtet fühlen, wie er dem Traumschwerter zu Pflugscharen entsprang. Die Erde an ihrer Belastungsgrenze. Was wird, wenn das Öl noch Jahre brennt? Woher kommt Hoffnung für die Erde? Das waren heute Nacht seit 0:36 Augenblicke, Stunden, die tief betroffen und ich glaube auch beklommen machen. Was viele noch für vermeidbar hielten, was vor allem durch die diplomatischen Bemühungen bis buchstäblich in die letzten Stunden und die letzten Minuten hinein nicht stattfinden sollte, ist nun eingetreten. Nur ein Rest des einstigen Korrespondentennetzes ist geblieben. Adlershof kann keinen Medientross mehr in die Welt schicken, um das Geschehen am Golf ins Fernsehzimmer zu bringen. Die Töne sind leiser, nicht weniger hörbar. Ein Krieg in der dritten Welt, ein Krieg, der ein Gewissen herausfordert, das fast ohne Lobby in den Medien ist. Es ist für mich die traurigste Nachricht seit langem. Gorbatschow ist entmachtet. Das macht Angst. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Sondersendung. Der folgenschwere 19. August 1991 in Moskau. Adlershof weigert sich, Schlagzeilen als vollendete Tatsachen zu vermelden. Ich saß in der Pressekonferenz bei Helmut Kohl und dachte, wäre es nicht möglich gewesen, zumindest daran zu erinnern, dass in Moskau und in Leningrad Leute auf die Straße gegangen sind. Wäre es nicht möglich gewesen, leise Zweifel zu haben an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens der neuen Machthaber bei diesem Staatsstreichumsturz in Moskau. All dies ist nicht geschehen, lassen Sie mich diesen Einsatz noch anhängen, all dies ist nicht geschehen und ich nehme also daraus ableitend an, es geht offensichtlich nicht. Wahrscheinlich ist das politische Parkett im Gespräch mit einer Supermacht im Umsturz so glatt, dass man diese großen Rücksichten nehmen muss. Aber emotional habe ich schon gedacht, das käme ein bisschen mehr als nur diese doch etwas sehr pragmatischen Worte. Aufgrund des Einigungsvertrages müssen wir jeden Mitarbeiter zum 31.12. kündigen, da zu diesem Zeitpunkt die Einrichtung ohne Wenn und Aber aufgelöst ist. Wohlgemerkt nicht aufgelöst wird, sondern aufgelöst ist. Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass irgendeines der neuen Bundesländer einen zusammengefassten Staatsrundfunk von Indien weiterführen möchte. Kein Land will das. Siegfried, du genügt? Für die Jungen sind wieder da, da unten die mit dem Glatzen. Du, alleine fahrst ich mich immer, aber zusammen, da guckt man doch richtig gerne hin. Was ist ein Tatort im Fernsehen gegen ein echtes Asylantenheim vorm Fenster? Ich sage dir, wenn die ganzen Ausländer erstmal wieder raus sind aus Deutschland, dann kannst du sagen, du bist dabei gewesen. Das ist wie mit der Wende. Ja. Die haben wir auch von Fenster aus genau beobachtet. Erst hinter der Gardine.
Granada sogar bei offenen Fenstern. Kein Land will das. Wir schaffen es nur, wenn wir auf die Straße gehen, und das können Montagsdemonstrationen sein. Aber ich denke, es muss eigentlich auch so etwas wie ein Marsch auf Bonn sein. Es kann nicht angehen, dass wir hinter dem Rhein überhaupt nichts mitkriegen von dem, was hier passiert. Die Distanz ist so unglaublich. Ja. Die ersten Reaktionen in Köln-Bonn waren, wir ziehen die Brücken hoch, als die ersten Ossis rüberkamen und die Trabis überhaupt nur noch gar nicht in Sicht waren. Es ist die einzige Chance, dass sich wirklich viele auf einen Marsch nach Bonn machen, damit es einfach dort auch mal sichtbar und spürbar wird. Kein Land will das. Wollen Sie noch mehr von Ihrem Fernsehspiel? Sagen Sie ja, leben Sie länger. Ja, jetzt noch erscheinen. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, es hat mich außerordentlich gefreut, dass hier mal die Worte Rechtsempfinden und Gewissen gefallen sind. Ich meine, nicht einfach so als schmückendes Beiwerk, sondern ich freue mich einfach. Sie haben eigentlich in meinen Augen bewiesen, dass es in jeder Situation Menschen gibt, die also fähig sind, Entscheidungen zu treffen, die eben richtig sind, die sich ihr Gewissen nicht nehmen lassen, die sich nicht irritieren lassen von irgendwelchen Situationen oder Manipulationen. Sie haben einfach wie ein normaler Mensch gehandelt. Da ist Ihnen einer abgegangen, Daniels, was? Du stehst auf einen formellen Urteil? Am 4. November 1989 sind Sie, Steffi Spira, durch eine kurze Rede berühmter noch im Land geworden, als Sie es je vorher gewesen waren. Auf einer Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz, zu dem Künstler aufgerufen hatten, um für eine erneuerte DDR zu demonstrieren, Hunderttausende kamen, sagten Sie unter anderem, und das Fernsehen übertrug die ganze Veranstaltung live, ich zitiere: Ich wünsche für meine Urenkel, dass sie aufwachsen ohne Fahnenappell, ohne Staatsbürgerkunde, und dass keine Blauhemden mit Fackeln an den hohen Herren vorübergehen. Ende des Zitats. 5 Tage später fiel die Mauer. Seither haben Sie ein paar bittere Bemerkungen über die Deutschen gemacht. Ja. Sie haben gesagt, dem Sinne nach, die Deutschen sind ein Volk ohne jeden revolutionären Geist. Nun berühmen sich die Deutschen in ihrer Mehrheit aber gerade derzeit ihrer friedlichen Revolution in Leipzig und anderswo. Worauf basiert Ihr Vorwurf gegen die Landsleute? Ich will Ihnen sagen, es richtet sich nicht gegen die vielen Menschen, die in Leipzig waren. Es richtet sich nicht gegen die Menschen, die auf der Demonstration am Alexanderplatz waren. Es richtet sich viel mehr gegen die Menschen, die immer sagen, also dafür kann ich nicht sagen, wisst ihr, der hat mir gesagt, oder der war da und der, ich nicht. Ich bin nicht so, ja. Also diese entsetzliche Angst, selbstständig Verantwortung zu übernehmen. Das gibt es in keinem Land in diesem Ausmaß wie in Deutschland. Wir haben mit der Kenntnis der Bevölkerung ihrer Probleme und der Vorgänge in unserem Lande sehr wohl schätzen gelernt, was demokratische Freiheit heißt. Und diesen Geist wollten wir und haben wir verbreitet. Wenn heute ein Westjournalist hierher kommt und ich sehe diese Reportage, muss ich immer sagen, der weiß nicht genau, wovon er spricht. Das ist dieses, was man bei uns Überstülpen nennt. Natürlich ist das eine nicht gerade fördernde Situation, wenn jemand also vor dem teilweise auch beruflichen aussteht. Das regt nicht gerade an, kreativ und schöpferisch tätig zu sein.
Ich sag mal, dennoch haben eigentlich viele Kollegen hier es doch genutzt, diese Zeit. Und Sie sagen ja selbst, es hatte schon etwas. Inspirierende Eingriffe in das laufende Geschäft bleiben dem Münchner versagt. Als er sein Amt antritt, haben die ostdeutschen Rundfunkprofis Albrecht und Singelnstein das Steuer längst herumgerissen. Fernsehen und Hörfunk befinden sich auf dem Weg zu Anstalten des öffentlichen Rechts hin zu föderalen Strukturen. De facto bleibt für den Medienprofi Mühlfenzel nur die Rolle des zu spät gekommenen Helden. Meine Aktenlage stimmt. Hoffentlich die auch aller anderen Beteiligten. Erstens. Ja, auch andere Beteiligten. Ich sage es deswegen, weil natürlich alle Menschen darüber schreiben und natürlich gedankenlos werden, Kommentare dazu machen. Und ich kann nur sagen, ich kann beurteilen, was ich gemacht habe. Die europäische Fernsehgeschichte lässt sich nicht nach Jahrhunderten messen. Als Adlershof Ende 1952 fast zögernd zu senden beginnt, bedeutet das Platz 5 unter den Fernsehpionieren des Kontinents. Erste Programme strahlt die BBC in London bereits 1929 aus, gefolgt von Sendern in Frankreich und Deutschland, bis der Zweite Weltkrieg alles jäh unterbricht. Für die bisherigen Kapitel der Geschichte des Fernsehens ist das, was nun mit dem deutschen Fernsehfunk geschieht, ein einmaliger Vorgang. Der Abgang einer Fernsehanstalt, die nun ausgesorgt haben soll. Ein politischer Platzverweis, bei dem jeder Versuch des Widerstandes nicht einmal die Chance kulturvoller Behandlung erwarten durfte. Am 9. Dezember kommt das Arbeitsamt. Das vereinfacht das Verfahren bei der Massenentlassung. Eine der Angestellten der krisenfesten Behörde riskiert noch eine Meinung, die sie im Dienst oder vor laufender Kamera schon nicht mehr haben darf. Hier in diesem Betrieb ist es für mich persönlich sehr schwierig zu arbeiten, weil es für mich auch mit diesem Betrieb ein Stück Identität an sich verloren geht. Ich hoffe eigentlich bis zur letzten Stunde, dass es möglicherweise noch eine andere Lösung geben wird und dass die vielen, vielen Menschen, die sich heute nun arbeitslos melden, möglicherweise auch in diesem Hause eine Weiterbeschäftigung erfahren könnten. Hoffnung, ein schönes Wort. Nur in diesem Fall wäre es Selbstbetrug. Das Ostfernsehen erfährt seine letzten Tage wie einer, der sich lebendig zur letzten Ruhe bettet. Rundfunkanstalt ist keine Schraubenfabrik, wo man die Stanze ausmacht und dann ist es gewesen, sondern es ist ein Unternehmen, was sehr viel kreative Kraft in sich birgt und birgen muss, sonst kann es nicht arbeiten. Und es geht im Wesentlichen um das, was
Programmmitarbeiter jeden Tag leisten. Das kann sich nicht abschalten lassen mit einem Hebel, mit dem man einen Hebel umlegt. Was wird bleiben? Ein Gutstück auch deutscher Fernsehentwicklung. Ich mag das Wort Fernsehen so sehr, weil Fernsehen nämlich aus dieser Region hier kommt. Es ist nämlich hier erfunden worden. Es wurde in dieser Sendeanstalt, und das ist sicherlich speziell hier in dieser, sehr viel Programm produziert. Es ist sehr viel Kulturelles, kulturelle Werte sind hier geschaffen worden im Sinne von Film, von Sendung, von Programm. Das wird bleiben. Das wird vielleicht, wenn man mal ein klein wenig Abstand hat, vielleicht in 2, 3 Jahren, wo der Blick dann etwas klarer wird wieder, wo man das eigentlich erst richtig begreifen kann.